Carlos fragt Pietsmiet, was war eurer Meinung nach das beste Spielejahr aller Zeiten? Das beste Spielejahr aller Zeiten ist super schwer, finde ich, zu würdigen. Und ich würde sagen, es war das Jahr, aber in dem Modern Warfare 2 rauskam. Ich weiß aktuell aber nicht, wann es war. War es 2.8, 2.9, so um den Dreh? Irgendwo da, glaube ich. Nee, müsste später gewesen sein, 2.11. Irgendwie so um den Dreh. Das Jahr auf jeden Fall. Tja, dazu müsste man jetzt eine Liste haben aus jedem Jahr, welche großen Titel da erschienen sind. Ich weiß, die gibt's, aber dann ist die Liste auch unfassbar lang. Weil das nimmst du jetzt irgendwie so 97, 98, ne? Wo dann irgendwie so Half-Life und Unreal, das sind alles so Titel, die die Zukunft so unfassbar verändert haben. Ich meine, Counter-Strike wird heute noch gespielt, die Unreal Engine gibt's heute noch, die wird überall hin verkauft. Auch in den 2000ern gab es so kranke Jahre, in den letzten Jahren gab es, das kann ich dir so nicht sagen, sagen wir einfach 98, so, bums. Aber 99 kam Quake 3. Na egal. Alter, da müsste ich ja jetzt haargenau wissen, was wann war. Ich meine vor 2 Jahren, oder es gab irgendwann mal, ich glaube es war vielleicht sogar das Witcher-Jahr, da war das Spiel der Rollenspiele oder sowas. Das Jahr der Rollenspiele, wo dann richtig viele Rollenspiele rauskamen. Ich meine, das war das mit Witcher. Mir fällt aber das andere Rollenspiel dazu gar nicht mehr ein. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, das letzte Jahr war jetzt nicht so krass, aber davor, das war, glaube ich, gar nicht so bad. Aber ich habe da auch echt keine Ahnung gerade spontan. Ich muss sagen, ich fand 2015, 2018, 2017 glaube ich auch gar nicht so verkehrt. 2017 war Zelda, ne? 2015 war Witcher, 2018 war God of War und Red Dead Redemption und da halt noch die ganzen anderen Spiele. Da waren echt, waren gute Jahre meiner Meinung nach fürs Gaming. Aber allgemein, so habe ich das immer aus der, als ich noch GameStar gelesen habe und so weiter und so fort, war immer dieses eine heilige Spielejahr, was als das beste Spielejahr aller Zeiten galt. Und da muss ich, glaube ich, zustimmen. Ich habe das sicherheitshalber gerade nochmal gegoogelt. Es ist 1998 und da rausgekommen ist Baldur's Gate, Half-Life, Banjo-Kazooie, StarCraft, The Legend of Zelda Ocarina of Time, Metal Gear Solid, Dark Project oder in Deutschland hieß es, glaube ich, Thief, Grim Fandango, Crash Bandicoot 3, Fallout 2, Resident Evil 2, Parasite Eve, Xenogears und so weiter und so fort. Was für ein Spielejahr. Oh, das beste Spielejahr aller Zeiten, das ist schwierig. Ich finde aktuell, dieses Spielejahr wird eines der besten Spielejahre aller Zeiten. Es gibt so, so viele gute Spiele, die dieses Jahr rauskommen, beziehungsweise rausgekommen sind. Also ich glaube, dieses Jahr ist schon echt stark. Aber das ist ja auch immer Ansichtssache, weil manche Spiele feiern Leute ja gar nicht. So wie zum Beispiel Flugsimulator feiere ich hart. Ja, Crusader Kings feiere ich hart, um jetzt ein paar Spiele zu nennen, die ich jetzt gerade spiele. Aber es gibt so viele Spiele, die dieses Jahr rausgekommen sind, die halt übelst nice sind. Also dieses Jahr finde ich schon echt stark. So von den alten Jahren habe ich gar nicht genau im Kopf, in welchem Jahr denn voll viele super mega geile Titel rausgekommen sind. Ich könnte mir nur vorstellen, dass in den 90ern, da wo die ganzen Nintendo-Titel so N64-Teile oder auch Super Nintendo vielleicht in einem Jahr voll geile Titel rausgeballert hat, irgendwie Zelda und Mario in einem Jahr oder so. Aber nee, ich würde sagen, dieses Jahr.